Hey und herzlich willkommen zu diesem Vergleichsvideo, wo ich das Bluefin Sprint Carbon mit dem normalen Bluefin Sprint vergleichen werde. Ich habe zu beiden Boards auch schon Einzeltestberichte gemacht, von da war es einfach nur sinnvoll, auch hier mal ein Vergleichsvideo zu machen zu diesem oder von diesen beiden recht ähnlichen Boards. Ich hatte auch schon mal ein Vergleichsvideo gemacht vom Bluefin Cruise, wo ich es mit dem Bluefin Cruise Carbon verglichen habe, von daher jetzt eben halt die Sprint-Version dieses Videos. Ich werde in diesem Video auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Bauweise, der Fahreigenschaften und des enthaltenen Zubehörs von diesen beiden Boards eingehen und euch abschließend die Frage beantworten, wer lieber zu welchem Board greifen sollte. Bevor wir starten, kurz der Hinweis, ihr könnt unten in der Videobeschreibung alle möglichen Infos zu diesen Boards finden, findet dort die aktuellen Preise, als auch meine schriftlichen Testberichte und auch die Videotestberichte dieser beiden Boards verlinkt, also schaut da gerne mal rein. Vorweg, ich bin von beiden Boards sehr überzeugt, das sind wirklich top Touring- oder Race-Standard-Putting-Boards. Ich bin allgemein sehr von Bluefin überzeugt und nicht umsonst hat das Modell Bluefin Cruise auch wirklich immer ziemlich spitze in meinem Standard-Putting-Board-Test 2019 als 2020 abgeschnitten und ist auch einer der Favoriten für den diesjährigen Standard-Putting-Board-Test. Starten wir mit den Gemeinsamkeiten. Ich habe da 6 Stück gefunden. Nummer 1 sind die Maße. Das Bluefin Sprint misst 4,27 Meter, ist 77 cm breit und 6 Inch oder 15 cm dick. Das Bluefin Sprint Carbon ist quasi genauso groß. Es ist 4,26,5 cm lang. Es ist 77 cm breit und 16 cm dick. Also wirklich fast gleich. Da spürt man den Unterschied wirklich kaum. Die Bauweise ist auch ziemlich ähnlich. Wir haben bei beiden einen Double Layer als Basis, also quasi eine doppelte PVC-Schicht, die entsprechend für mehr Steifigkeit sorgt und die Boards sehr lange haltbar macht. Auch die Fahreigenschaften sind relativ ähnlich. Es sind beides Boards, die einen sehr guten Geradeauslauf haben. Es kommt einfach durch diese längliche Bauform. Wie man schon sehen kann, sind die Boards ja wirklich enorm groß, was dann dafür sorgt, dass sie gut auf der Spur bleiben. Jedoch könnte man es bei beiden Boards verbessern, würde man eine Touring-Finne, also eine etwas längere Finne mit einem größeren Schwert sozusagen, benutzen, als die Delfin-Finnen, die bei beiden Boards dabei sind. Ich sag mal, der Grundlieferumfang ist bei beiden Boards gleich. Wir haben ja beide Stand-Up-Paddling-Boards, die bereits die gesamte Grundausstattung zum Stand-Up-Paddeln beinhalten, die man so brauchen kann. Wir haben immer einen Paddel dabei, einen Rucksack, wir haben die Finnen dabei, ein Reparaturset, eine Leash, eine Luftpumpe und eine wasserdichte Handyhülle. Das sind die Sachen, die bei beiden Boards so dabei sind. Weiterhin haben die beiden Boards die gleichen Features. Das heißt, wir haben bei beiden Boards 2 Gepäcknetze, oben und unten, kann man gerade nicht so gut sehen. Wir haben jeweils ein großes Deckpad, was die gesamte Standfläche überdeckt. Wir haben insgesamt 4 zusätzliche Tragegriffe, links 2, oben und unten jeweils ein und noch einen zentralen Tragegriff, der auch weiterhin als Paddelhalter, also parallel fungiert, mal einfach das Paddel reinstecken. Wir haben bei beiden Boards 6 extra D-Ringe, die zum Montieren eines Kalksitzes genutzt werden können. Wir haben jeweils ein Kickpad, mit dem man so einen Pivot-Turn machen kann, um das Board entsprechend sehr schnell zu drehen. Wir haben jeweils ein 3-Finnen-Setup mit 2 Seitenfinnen und jeweils eine Hauptfinne, wobei sich die ein bisschen unterscheiden, aber dazu dann später mehr bei den Unterschieden. Und auch das Design, also die Optik der beiden Boards relativ ähnlich, mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier noch so ein bisschen mehr von dieser Mintfarbe, in der auch das Carbon geschrieben ist, drauf haben. Und oben haben wir noch so ein bisschen so ein Carbon-Design am Board drauf, was wir jetzt hier beim normalen Sprint nicht haben. Die letzte große Gemeinsamkeit ist die Garantie von 5 Jahren, die Bluefin auf all ihre Boards bietet und eben genau auch auf diese beiden Boards. Ich habe euch mal unten in der Videobeschreibung, also einfach unten draufklicken, den Link reingepackt, wo alles Nötige zur Garantie steht. Kommen wir zu den 11 Unterschieden, die ich zwischen diesen beiden Boards gefunden habe. Nummer 1 natürlich offensichtliche, das Bluefin Sprint Carbon hat die namensgebende Carbonverstärkung an den Rails, also an den Außenkanten, die für mehr Steifigkeit sorgt. Außerdem wirkt sich die 2-Luftkammern-Bauweise positiv auf das Standard-Paddling-Board aus. Das heißt, wir haben ja 2 Luftkammern, eine zentrale und eine darum liegende Luftkammer. Diese Doppelkammer-Bauweise sorgt zum einen für etwas mehr Sicherheit, weil das Board in der Theorie auch nur mit einer Luftkammer über Wasser bleiben würde. Und zum anderen hat einfach dieses Mehr an Material auch einen positiven Effekt auf die Steifigkeit, was dann wiederum die Performance verbessert. Unterschied Nummer 3 ist das Gewicht. Natürlich haben wir hier beim carbonverstärkten Board ein höheres Gewicht, hier haben wir eine extra Carbon-Schicht und mehr Material, wie gesagt, durch die 2 Luftkammern. Dadurch haben wir hier beim Sprint Carbon ein Gewicht von etwa 15 Kilogramm, während es beim normalen Sprint nur ca. 13 Kilogramm sind. Also es ist halt wirklich ein schon spürbares Mehrgewicht hier zum Sprint Carbon hin. Genau, dann, wie ich schon erwähnt hatte, das Bluefin Sprint Carbon ist steifer
als das normale Bluefin Sprint. Ist auch ganz normal. Carbonverstärkung macht das Board steifer. Allerdings sorgt es auch dafür, dass es performanter im Wasser unterwegs ist. Wir haben halt mehr Steifigkeit, näher am Hardboard dran. Von daher auf jeden Fall eine bessere Performance im Wasser. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass sich das Board dadurch auch schwerer aufrollen lässt. Was auf jeden Fall auch eine Folge der Carbonverstärkung am Rand ist. Denn ja, die muss man natürlich auch immer aufrollen, diese extra Schicht Carbon. Was ganz schön anstrengend sein kann. Interessant ist auch, dass beide Boards zwar ein 3-Fin-Setup haben, allerdings die Hauptfinne unterschiedlich ist. Wir haben zwar bei beiden relativ ähnliche delfinförmige Finnen. Einmal hier die Sprint-Carbon-Finne und die normale Sprint-Finne sind relativ ähnlich. Eigentlich haben wir ein unterschiedliches System. Und zwar haben wir hier ein SmartDock-Fin-System und hier ein US-Finbox-System. Das SmartDock-Fin-System ist ein eigenes System von Bluefin, während das US-Finbox-System so der Standard aus dem Surfsport ist. Beim SmartDock-Fin-System haben wir nicht ganz so viel Auswahl. Es gibt nur relativ wenige Finnen, da nur die Hersteller Bluefin, iWalker und Todesurf auf dieses Modell setzen. Während wir gerade beim US-Finbox-System wirklich eine unendliche Breite an unterschiedlichen Finnen haben, wo da man ihn wählen kann. Ich hatte auch vorhin angesprochen, dass es cooler gewesen wäre, eine richtige Touring-Finne, also eine etwas längere Finne mit einem größeren Schwert zu haben. Momentan gibt es allerdings diese noch nicht von Bluefin, also für das SmartDock-Fin-System, sondern eben nur in der US-Finbox-Variante und dort wirklich in einer enormen Breite. Also viele Hersteller bieten entsprechend Touring-Subfinnen an für das US-Finbox-System. Hier dauert allerdings auch die Montur der Finne etwas länger. Man braucht ungefähr da eine halbe Minute bis eine Minute und dort eher so 5 Sekunden. Also hat auch da wieder ein bisschen Vor- und Nachteile, aber die absoluten Geschwindigkeitsmaximierer sollen an dieser Stelle auf jeden Fall zur US-Finbox greifen, da man denn hier, wie gesagt, eine richtige Touring-Finne einbauen kann. Okay, werfen wir nochmal einen genauen Blick auf das Zubehör. Bei Bluefin ist das Zubehör allgemein immer von sehr guter Qualität. Eigentlich gibt es hier einige kleine Unterschiede zwischen der Sprint Carbon und der normalen Sprint Variante. Unterschied Nummer 1, beim Sprint Carbon haben wir natürlich auch ein Carbon Paddel dabei. Das ist noch etwas leichter als das Fiberglas Paddel, was wir hier haben beim normalen Sprint. Das wiegt etwas mehr als die Sprint Carbon Variante. Das ist hochwertig, ja, das Paddel. Dann die Pumpe. Wir haben eine Triple-Action-Pumpe, also sozusagen eine Pumpe mit 2 Zylindern, die man entsprechend einstellen kann, dass man auch mit beiden Zylindern arbeitet, wodurch das Aufpumpen vom Sprint-Carbon auf jeden Fall ziemlich schnell geht und man ja vor allem auch da zweimal neu ansetzen muss, weil man ja 2 Luftkammern nacheinander befüllt. Ganz praktisch auf jeden Fall, gerade im Vergleich zur normalen Doppelpumpe, wie sie so bei eigentlich 1 deiner Puddingboards dabei sind, wo man quasi beim Hochziehen und beim Runterdrücken Luft in das Board pumpen kann. Genau, dann ist soweit eigentlich fast alles gleich. Es gibt nur noch 2 kleine Detailunterschiede. Nummer 1, wir haben ja hier beim Sprint Carbon noch so ein Tragegurt dabei. Ganz praktische Sache auf jeden Fall, um das Board zu tragen. Nutze ich persönlich nicht, aber einige Leute nutzen es ganz gerne. Also ein Tragegurt haben wir dabei. Und ganz cool, der Rucksack ist ein bisschen hochwertiger. Der wird noch so ein bisschen robuster als der hier, wobei der auch schon sehr robust ist. Und zudem hat der Rucksack beim Sprint Carbon so kleine Rollen montiert, wie man sehen kann. Also sind gar nicht so klein. Noch ziemlich robust, aber auf jeden Fall kann man daran auch den Rucksack dann ziehen. Was auf jeden Fall eine ganz coole Sache ist, um einfach das Board ja gerade bei ebenem Boden, also Asphalt oder sowas, einfach zu ziehen, statt es zu tragen. Das waren schon so die Unterschiede, die ich festgestellt habe. Also wie gesagt, in Sachen Steifigkeit gibt es Unterschiede, was sich auch auf die Fahreigenschaften auswirkt. Wir haben Unterschiede, was das Zubehör betrifft. Am Board selbst ist gar nicht so viel anders, bis auf das US-Finbox-System. Wir haben halt die Carbonverstärkung und die 2-Luftkammer-Bauweise beim Sprint Carbon. Okay, kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage. Welches Board ist jetzt das Bessere für wen? Das Bluefin Sprint Carbon kann sich auf jeden Fall lohnen. Das ist natürlich eine höhere Investition, aber gerade die besseren Zubehör, wie auch vor allem den besseren Paddel, kann es durchaus Sinn machen. Auch finde ich es gut, wenn man bei Race Subs die Wahlfreiheit hat, was die Finne betrifft. Also dass man hier das US-Finbox-System hat, wo man einfach jede Finne anbringen kann, die man möchte und nicht vom Hersteller abhängig ist. Beide Boards sind zwar enorm steif, aber das Bluefin Sprint Carbon ist einfach nochmal etwas steifer aufgrund dieser beschriebenen Tatsachen, was das Board zu einer echten Alternative zu einem Hardboard macht. Es ist so das aufblasbare Standard-Paddingboard, das meiner Meinung nach am allernächsten an ein richtiges Hardboard herankommt und dabei gewissermaßen die Vorteile von Hardboard, also die enorme Steifigkeit und die gute Performance mit denen eines aufblasbaren Boards, das sich eben entspannt transportieren lässt und nicht so enorm teuer im Transport ist, weil man es halt in einem Rucksack transportieren oder verschicken kann und nicht als Riesensperrgut. Mit dem höheren Gewicht und vor allem der enormen Steifigkeit der Bordhülle ist allerdings auch der Transport vom Bluefin Sprint Carbon deutlich aufwendiger als vom Bluefin Sprint. Wer viel mit dem Board unterwegs ist, also auch öfter im Rucksack transportieren möchte,
verschiedene Gewässer erkundet und das Board dabei ja im Rucksack transportiert und nicht irgendwie aufgeblasen auf Dachgepäckträgern, der sollte auf jeden Fall zum Bluefin Sprint greifen, weil man hiermit einfach deutlich mobiler und flexibler ist. Und meiner Erfahrung nach ist es wirklich ein sehr wichtiger Faktor, dass man einfach keinen großen Aufwand hat. Auf diese Weise geht man doch noch auf die eine Tour mehr, weil man eben weniger Aufwand dabei hat und nicht immer mit dem Board beim Aufräumen kämpfen muss. Für so Hardcore-Stand-Up-Paddling-Fans ist das Bluefin Sprint Carbon auf jeden Fall eine spannende Wahl. Gerade wenn man am Wasser wohnt oder die Möglichkeit hat, das Board im aufgepumpten Zustand zu transportieren und eben genau das letzte bisschen an Geschwindigkeit und Performance auf dem Wasser herauskitzeln möchte. Für alle anderen und nicht zuletzt auch aufgrund des günstigen Preises würde ich aber eher zum Bluefin Sprint raten. Man hat hier natürlich keine Nachteile, wie eben zum Beispiel mit der US-Finbox und dem Tuba, was halt nicht ganz so premiummäßig ist wie beim Sprint Carbon. Dafür aber muss man auch weniger zahlen und hat da einfach die Flexibilität, was den Transport betrifft. Okay, das war's mit diesem Video. Ich würde euch empfehlen, nochmal unten in der Videobeschreibung nachzuschauen. Da sind alle möglichen Links zu Shops, wo ihr die beiden Boards kaufen könnt, zu unserem Blog, wo wir nochmal den schriftlichen Testbericht zu beiden Boards veröffentlicht haben und auch die einzelnen Videos sind da verlinkt, wo ihr euch nochmal im Detail mit den beiden Boards beschäftigen könnt, bevor ihr eure finale Entscheidung macht. Ansonsten würde mich sehr interessieren, wer von euch schon mal eins der beiden Boards gefahren ist, wer vielleicht eins hat und was eure Erfahrungen mit den Boards sind. Okay, vielen Dank fürs Einschalten. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.